Jahresrückblick à la Picasso ist das heutige Thema. Nur bevor ich jetzt loslege, möchte ich mich recht herzlich bei euch allen bedanken für die vielen Likes, für die tollen Kommentare, die mir also wirklich Mut gemacht haben, weiterzumachen. Und natürlich für die vielen neuen Abonnenten in diesem Jahr. Also ich freue mich wirklich über jede neue Abonnentin, über jeden neuen Abonnenten. Also nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit, auch in deinem Leben. Oder ich hoffe, auch in deinem Leben. Ja, hier geht's jetzt erstmal los mit, ich nenne es immer gerne, Warm-up, ja, so auflockern. Du kannst auch, wir malen ja heute den Jahresrückblick, also nicht schreiben, sondern mal malen, à la Picasso. Und wenn du dich noch ein bisschen unsicher fühlst dabei, dann kannst du natürlich deinen Jahresrückblick zuerst einmal schreiben. So ein paar Fixpunkte und ich empfehle dir natürlich mit den angenehmen, mit den schönen Dingen zu beginnen, ja. Und vom Material her hier, oder für dieses Video, es ist im Endeffekt alles erlaubt. Benutz die Farben, das Papier, wo du ein gutes Gefühl dabei hast. Also ich habe mich spontan für Aquarellpapier und Aquarellfarben entschieden, weil es für mich symbolisiert, dass es leicht, locker geht. Ich muss jetzt nicht so viel nachdenken, Farben mischen. Ich wollte das Ganze spontan gestalten. Ja, ich habe mir natürlich schon zuerst im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, was ist alles so passiert, welche Begebenheiten oder was war jetzt ganz besonders wichtig für mich, was möchte ich mitnehmen ins kommende Jahr, was möchte ich gerne loslassen, ja. Und wenn du mich fragst jetzt, ja, warum denn überhaupt einen Jahresrückblick malen, ganz einfach, es macht Spaß und du hast die Möglichkeit, durch das Malen mit deinem höheren Selbst in Verbindung zu treten, in Kontakt zu treten. Ja? Und im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du bestimmte Dinge dann auch fürs nächste Jahr heilsam... Ah ja, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Wenn Bilder natürlich nebenbei mal trocknen, dann arbeite ich gerne mal an anderen Bildern weiter. Aber jetzt nochmal, warum heilsames Malen oder Jahresrückblick malen? Während du malst, entstehen ja bestimmte Punkte, bestimmte Farbenformen und die kannst du dann durchs heilsame Malen auflösen, mitnehmen, umgestalten. Ja? Wie innen, so außen. Ja, und lass dir Zeit bei deinem Werk, bei deiner Gestaltung, bei deinem Jahresrückblick. Also auch dieses Bild ist an mehreren Abenden entstanden und es war herrlich. Also mit Meditationsmusik, dann mal wieder eine Pause oder auch was auch gut passt, ist zwischendrin eine kleine Meditation. Also ich habe mir da richtig Zeit gelassen und es war herrlich, entspannend und paar Formen, paar Farben nehme ich auf jeden Fall mit ins kommende Jahr, so als Wegweiser, ne, so als Richtung, so eine kleine Richtung. Viel Spaß bei deinem Bild. Bin gespannt, vielleicht bekomme ich ja was zu sehen. Ja, ich wünsche
dir jetzt ein wundervolles Silvester, einen guten Rutsch und natürlich viel, viel Erfolg im nächsten Jahr, im kommenden Jahr. Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Für diejenigen, die trocken und clean Silvester erleben wollen oder auch müssen, manchmal geht es ja tatsächlich um Leben und Tod, viel Erfolg. Du schaffst das. Ja, also es ist gar nicht so schwer. Es geht, trocken und clean Silvester zu erleben. Ich habe etliche jetzt mittlerweile hinter mir. Es funktioniert. Es gab Silvester, wo ich zu Hause geblieben bin, weil ich mich einfach da sicherer gefühlt habe. Es gab aber auch einige Silvester, wo ich in der Selbsthilfegruppe gefeiert habe oder zu Hause bei meiner Familie. Und es funktioniert. Es wird auf jeden Fall jedes Jahr leichter. Mittlerweile juckt es mich nicht mehr groß. Und ja, also viel Erfolg weiterhin. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss.